Willkommen zurück zu Tomodachi Live. Okay, hier seht ihr direkt einen QR-Code und den könnt ihr meinetwegen benutzen. Auf vielfachen Wunsch meiner Abonnenten und Kommentarschreiber habe ich jetzt euch mal den QR-Code für meinen Mii zur Verfügung gestellt. Das ist aber wirklich der Tomodachi Live Mii. Den könnt ihr sowohl in den Mii-Maker tun, dann natürlich auch ohne Headset und so. Aber wenn ihr in Tomodachi Live das Ganze scannt, also im Rathaus, QR-Code einscannen und dann diesen Code, ich hoffe, das geht. Einfach Vollbild machen wahrscheinlich und dann könnt ihr mit eurer 3DS-Kamera ranhalten. Zack. Und ihr seht schon, das sind ja viel mehr Pixel, deswegen viel detailreicher. Und dann die ganzen Details müssten dann auch mit dabei sein. Vorname, Nachname, Stimme, Kleidung, Headset. Also wenn ihr mich in eurem Tomodachi Live einziehen lassen wollt, hier bitte, ihr müsst nicht einfach nachstellen. Also ihr haben mir schon viele geschrieben, ja, du wohnst auch bei mir und so. So geht das. Das geht auch so. Also da habt ihr meinen QR-Code. Und falls in späteren Parts noch jemand fragt, dann sagt halt, hier, guck mal, nach in Part 45 ist es, glaube ich, hier gerade, da zeigt der gute LP Markus direkt zu Beginn den QR-Code von LP Markus. Falls ihr noch weitere, da sind jetzt die Details, mein Geburtstag, mein Geschlecht und das Kiwi-Atoll im Taco-Ozean, all diese Sachen. Falls ihr noch irgendwelche anderen haben wollt, wobei die meisten sind gar nicht von mir, ne? Es gibt viele, die habe ich noch bearbeitet, aber ihr findet sicherlich die meisten im Internet. Der Chuddy. Wollt ihr einen Chuddy haben? Ich komme nochmal ganz kurz. Wer den haben möchte, dann zeige ich euch. Ich hoffe, er ist damit einverstanden. Ich hoffe es einfach mal. Da bitte habt ihr einen QR-Code für den Chuddy. Und wenn wollt ihr noch so haben? Alle anderen lassen sich ja eigentlich im Internet finden. Und wenn noch irgendwelche Wünsche sind, könnt ihr es mir ja in die Kommis schreiben. Na gut, dann bekommt ihr noch Grundschulen, Markus, wenn es unbedingt sein muss. Den habe ich natürlich auch komplett selbst erstellt. Das war aber keine große Kunst. Da ist der QR-Code für Grundschulen, Markus. Und ansonsten war es das im Großen und Ganzen. Ja, meine Mies. Ist das nicht mies? So, da hätten wir das auch mal geklärt. Ich hoffe, ihr freut euch drüber ein bisschen und so. Und ihr könnt ja auch von mir aus, immer mal wieder sagen, was ich oder mein Mii in eurem Tomodachi Live anstellt, wen ich so heirate. Das würde mich eigentlich schon interessieren. Ganz nebenbei. Satoru Iwata, directly Toyo. Bei den Mii-Nachrichten um 8 Uhr. Im LPM World Park wurde ein riesiges Monster gesichtet. Die Anwohner waren zu Tode erschreckt, als die Kreatur auftauchte. Allerdings änderten einige Leute ihre Meinung, als sie bemerkten, wie niedlich die Bestie mit ihrem weichen Fell war. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung befragt. Wann wird diese Geschichte denn ausgestrahlt? Etwas Verrückteres als das krieg ich ganz bestimmt hin. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Satoru Iwata und das waren die Mii-Nachrichten um 8 Uhr. Was war das für eine Bestie? War das eine Katze oder was war das genau? Okay, ganz kurz. Abendmarkt, guck mal, kaufen wir uns zuerst mal eine Wundertüte. Vielen Dank. Bitte, bitte, Jack Sparrow. Und dann gucken wir direkt, was es dafür gibt. Ein Blumenkleid, okay. Ist akzeptabel. Ein Mantel, sehr schön, gefällt mir. Und ein Saufteis. Besser als nichts. Also geschenkter Gaul, wobei, hey, es hat Geld gekostet. Gib mir mein Geld zurück. Okay, ich hol's mir zurück. Und zwar direkt hier. Über die Spenden. 221, guck mal. Also Geldsorgen haben wir nicht unbedingt. Das ist ein friedliches Leben, ohne jede Sorgen hier. Ein Tegebäck. Oha, aber dass nicht mehr so viele neue Sachen kommen. Weil das sind Sachen, die hatten wir noch nicht so oft. Haben wir Tofu überhaupt schon mal gekauft? Ich glaube, das sind Sachen, die habe ich nicht gekauft. Doch Knotschi muss ich gekauft haben. Borscht auch. Ja, ich mache das absichtlich. Borscht. Weil das ein bisschen krank klingt. Egal. Hutmacher, Ballonmütze. Weißt du was? Wir kaufen einfach mal alles, was jetzt neu kommt, damit noch mehr neuere Sachen kommen können und dass es in der Galerie ist. Vielen Dank. Aber ob ich es jemanden aufsetze, das steht in den Sternen. Lies mal ab. Komm, guck mal rein und lies mal ab. So, Club-Fan-Shirt. Auf geht's. Her damit. Folklore-Hemd. Solange es nicht überteuert ist, ja. Neue Farbe für Socken. Ist es ein abgelaufener Hotdog? Das sieht aus wie ein verfaulter. Pfui. Streifenhemd. Na, oh, das ist doch apart. Vielen Dank. Bitte, Captain Falcon. Irgendwie muss man ja sein Geld loswerden, oder? Machen die Mädels Rauch. Einfach irgendwas kaufen, was sie niemals anziehen. Ja, gibt es zu, Frauenwelt. Arabien. Boah, Fußballstadion.
2 kaufen. Ich muss mal sehen, wen ich erstelle. Ich habe ja schon mal nach Yogi Löw gesucht, aber die Mies haben mir echt nicht gefallen. Also die Mies, die zu Joachim Löw erstellt wurden, nope. Leider nicht. Ich würde wahrscheinlich mir selbst einen Darmstädter erstellen. Strohengel, mal sehen. Das lässt sich einrichten. Arabien, wen könnten wir da? Aladdin, Jasmin. Irgendwie sowas in der Art. Ich lasse mir bestimmt noch was einfallen. Das war nicht der Letzte im Bunde. Iwata ist echt ein Multitasking-Mensch. Der ist ja direkt da wieder am Start. So, da gucken wir mal. Guck mal, da ist Emma Stone und Mr. Satan. War doch Emma Stone, oder? Ich hoffe es. Ich denke, es sah so aus, ja. Am Strand. Allerhand. C18. Läuft hier ganz allein lang. Hat keine Angst vor bösen Verbrechern. Und Angela Merkel chillt im Café. Du müsstest nicht gerade eine Rede halten oder so? Obwohl, macht auch keinen Unterschied. Rede halten im Bundestag oder das, was du da machst. Das ist Hinz wie Kunz. So, und im Vergnügungspark, da ist auch noch jemand am Start. Das sieht aus wie Grundschulmagus, oder? Hast du deinen Spaß? In Anwesenheit von Arnold Schwarzenegger. Also, wie früher halt wirklich das der Fall war einfach. Lololololol. Okay. Herzen? Na, keine Herzen. Ich hätte ja gehofft. Ich gucke erstmal oben. Ja. War da gerade Christina Aguilera bei Dr. Eggman? Ist ja auch sehr interessant. So, das Haus von Mr. Bean und Katy Perry. Was macht ihr denn so Hübsches? Ihr sitzt immer noch auf der Couch. Egal, ob ihr was lest oder irgendwas anderes macht. Was anderes machen auf der Couch? Nein, ich meine, guck, die schwätzen. So, meinetwegen. Wir haben noch nicht mal einen Fernseher, oder? Man weiß es einfach nicht. Don't know. Gut, was, wo brennt der Baum? Ich gehe mal von unten nach oben, möglichst. Die Alten werden bevorzugt. Lena. Spiel mit mir. Ich spiele mit dir. Was willst du denn spielen? Miesilettenquiz. Das sollte doch machbar sein. Krieg ich hin. Sauschwer. Sauschwer. Dr. Eggman. Die zweite Silhouette. Dr. Eggman. Wessen Silhouette ist das? Das ist Chuck Norris. Das sieht man am Schädel, am Bart. Chuck steckte dahinter. Ja. Chuck Norris versteckt unter seinem Bart eine weitere Faust, die sich schlägt. Irgendwie so ging das. Wessen Silhouette ist das? Stefan Raab. Der hat auch so einen. Richtige Antwort ist. Knallschädel. Stefan Raab steckte dahinter. Sag ich doch. Stefan Raab steckte dahinter. Glückwunsch. Gute Wahl, gute Wahl. Was krieg ich denn Feines? Oh, schon wieder ein Rechenschieber, ein Abacus. Ein Virtual Boy. Ich hätte so gerne den Virtual Boy. Ich hab schon einen. Egal, ich will noch einen. Die sind selten. Sammlerwert. Du hörst noch ein bisschen Musik. Happy Max bei der Arbeit. Hier wird geträumt. Von der Alten. Die eckt echt überall an. Die streitet sich. Die einzigen Streits, die jemals waren auf LPM World. Die sind alle von ihr gewesen. Und da hatten wir es gerade mit Virtual Boy. Das ist so dieses, das offizielle Nintendo Presseserver oder was, wo die das gezeigt haben mit den ganzen Nintendo Mitarbeitern. Nicht nur Iwata hier, die alle um den Virtual Boy rumlaufen. All hail the Virtual Boy. Als würden sie alle den Virtual Boy vergöttern. Dabei war er ja wirklich ja fast schon... Wäre fast der Untergang für Nintendo gewesen. Also was die alles zahlen mussten, weil die Leute halt ihre Augen kaputt gemacht haben durch den Virtual Boy. Böse Konsole. Wurde ja verboten und da war nicht so gut, ne. Guten Abend. Fast schon außergewöhnlich, dass da überhaupt ein Tomodachi Live auftritt, weil Nintendo den eigentlich so vergessen macht, einfach aufgehört hat, darüber zu reden. Strikt Tabuthema, der Virtual Boy. Okay, aber inzwischen ist es lang genug her und da können sie drüber hinwegsehen. Guck mal, wir haben kaum noch was Richtiges zu essen. Müssen wir nochmal einen Großeinkauf machen. Oh, jede Menge Döner. Übrigens, falls die Leute alle denken, ich würde permanent Döner fressen, im Real Life, nope. Nee, also seit ich Tomodachi Life habe, habe ich auch noch nicht einen Döner im Real Life gefressen. Gegessen, Entschuldigung, für die Ausdrucksweise. Was möchtest du denn haben? Könntest ein bisschen mehr, kommen, da machen Drachen. Oh, ich habe, glaube ich, noch niemanden Drachen verschenkt. Du kannst einen haben. Wenn es sein muss. Oder auch Dings McDonald's. Ich, wie gesagt,
Wenn ich bei McDonald's wäre, ich würde mein 3DS mitnehmen, damit wir was mit Street Pass oder Spot Pass machen können, wie auch immer. Aber ich komme da nicht dazu. Und ich fahre einfach nicht zu McDonald's, um für Tomodachi Live. Mein Parkplatz ist immer weg hier. Mensch, die Parkplatzsituation von meinem Haus ist so angespannt. Ich fange an. Ach so, nee, das ist ein Nachteil. Egal. Kriegen wir trotzdem hin. Das ist Emma's Sohn. Das ist, wie nennt sich das? Stethoskop? Nee. Diese hier nehme ich. Ja. Ja. Tolle Wurst. Welche jetzt deckst du Emma auf, oder was? Die vielleicht? Rosenkohl? Ja. Ja. Oh. Warte, Killerbraut. Ey, du cheatest doch. Was ist denn das? Katzenfutter. Na also, jetzt habe ich die Emma schon mal. Das ist ein Paar. Da ist die Emma Stone und da ist Katzenfutter. Angela Merkel und da ist Marilyn Monroe. Die gewinnt. Also die hat jetzt, wenn die nicht total blemblem ist, die kann doch nichts mehr falsch machen. Die wusste doch jetzt alle drei, wo sie sind. Ja. Damit hat sie gewonnen, weil ich angefangen habe. Hätte sie angefangen, dann hätte ich natürlich schon gewusst. Aber mein Gott, lass mich doch ein schlechter Verlierer schade, sein. Schade, aber das machen wir demnächst nochmal, ja. Okay. Hier, Taschentücher von Angelina sind auch was Tolles. Das ist was sehr Persönliches. Kannst du mir ein Autogramm drauf geben? Guck mal, die Katze. Will nicht wissen, wie viele Katzen der Alf schon wieder verspeist hat. Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Gucken wir mal. Ja, du solltest doch das Ganze, dieses Hemd kriegen. Nicht das, sondern das auch nicht, das auch nicht, nein. Pünktchenhemd. Das wollte ich dir geben vor 100 Jahren. Und jetzt bekommst du es. Da musst du dich freuen. Nee. Nee, nee, nee. Kann ich dir noch einen Kampfster kosten? What the fuck, muss mein Geld los? Wo ist mein Geld hin? Wird mein Geld gestohlen? Half-Herb-Spray. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist denn da los? Habe ich nicht nur ein Hamster-Outfit? Komm schon. Hamster-Kostüm. Naja, sieht doch nicht aus so fellmäßig. Na gut. Also in manchen Folgen hat der Alf so ein Pünktchenhemd an. Ich habe Haarfärbespray bekommen. Wen kann ich mal die Haare färben? Komm du mal her. Jetzt, nachdem ich euch den QR-Code gegeben habe, kann ich ja mit dem Schnickschnack machen, dass es quietscht. Willkommen. Schön, das Ebenbild von mir zu Gast zu haben. Vielleicht ahnt es schon der eine oder andere. Oder die eine oder andere. Wir geben jetzt das Haarfärbespray. Und vielleicht weiß ich auch schon die Farbe, die ich auswählen werde. Klar. Du kriegst eine echt coole Haarfarbe. Welche Farbe passt wohl zu mir? Ja, lass mal überlegen. Lass mal überlegen. Als kleines Kind habe ich immer die Schlümpfe geguckt. Also ich habe schon immer Sonic gezockt, so schon bis heute. Und mein Fußballverein Darmstadt ist auch blau. Lass mich doch irgendeinen Zusammenhang finden. Jedenfalls, dann machen wir halt dunkelblaue Haare, so. Hellblau ist ein bisschen zu heftig. Das ist das neue Schwarz, ist das doch. Das sieht so geil aus. Es sieht aus wie Sonic, echt mal. Wie Stacheln, guck doch. Und wie sehe ich aus? Phänomenal. Sogar die Augenbrauen. Wie geht das denn ab? Level up für dich. Okay. Jetzt den letzten Song. Ab jetzt nur noch mal blauen Haaren. Nein, ist im Real Life nicht der Fall. Aber hier bei Mii, warum nicht? Er wollte es nicht, aber er hat es bekommen. Oh mein Gott. Dass das wirklich passiert ist. Nichts ist unmöglich auf der Welt. So, Klopfriekampf. Gegen Harry Potter mit Sonic. Ey, echt, jetzt mal ohne Witz, wo ich das so sehe. Ich habe kritisiert, es gibt keine guten Sonic-Mies. Mit dem Haarfärbespray könnte man einen Sonic-Mie erstellen. Das ist exakt die Farbe. War zwar gar nicht so beabsichtigt, aber hey. So, da haben wir eine Schneckenmuschel. Ja. Dazu kein Kommentar. Ich lasse Harry Potter noch ein bisschen hungern, wenn ihr nichts dagegen habt. Was wollen die denn alle spielen? Ne? Ihr seid ja voll die Spielkinder, kann das sein? Lass uns etwas spielen, im Bild von L.P. Markus. Das wusste ich schon gleich, dass Albert Einstein verspielt ist wie sonst niemand auf der Welt. Wenn ich das fange, dann kriegst du auch was zu essen. Okay? Also verarsch mich nicht. Komm schon. Schade. Na, ich habe extra gewartet, aber... Nur noch einmal. Verstanden. Diesmal krieg ich's hin. Pass auf. Es geht los. Ja,
Keine Faxen. Huch, das hing ja an einem Faden. Ey, wenn du mich nochmal reinlegst. Aber wirklich. Nur zwischen uns. Ja, beiden. Ja, halt die Backen. Ich frage mich dauernd, wann ich es fallen lassen soll. Aber ist bist ja eigentlich egal, oder? Schade. Die haben mich echt verwirrt damit jetzt. Das mit dem Faden, den hätte ich gefangen. Aber echt, ohne Witz. Also warum hat das beim ersten Versuch dann nicht am Faden gehangen? Kann das mal jemand verklickern? Schade. Aber das machen wir demnächst nochmal, ja. Das ist unfucking fassbar. Aber Hauptsache, der ist zufrieden, der wollte spielen, der hat gespielt. Wenn auch nicht mit Erfolg. Jack Sparrow! Captain Jack Sparrow. Okay. Lange nicht gesehen. Ja, gut, wie? Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Irgendwas Sportliches. Was Sportliches? Eine Baumwollstrickjacke. Etwas Sportliches? Naja. Nee. Jetzt habe ich gar nicht vor Augen, wie sah der aus? Wie sah der aus? Der ist ein bisschen zerlumpt, ne? Aber am ehesten noch. Stern, T-Shirt, Hawaii-Hemd. Lederhose. Die hätte ich auch einen Chuddy geben können, die Lederhose. Schreiner-Outfit auch nicht wirklich. Ich finde noch was für den. Baumwollstrickjacke fast. Aber eigentlich nicht so. Jetzt gucke ich echt mal bei den Mädels durch. Man weiß ja nie. Hätte sein können. Muskeln-Shirt. Das am ehesten. Nee, ist doch Quatsch. Tja, Pech gehabt. Gibt nichts für dich, Jack Sparrow. Guck mal, was jetzt? Warum geht er jetzt unten schon wieder so viel ab? Also mit dir habe ich vorhin schon gespielt. C18. Du mit deinem geilen Labor. Lass uns etwas spielen. Ebenbild von LP Markus. Ich dachte, ihr habt mal andere Probleme, aber falsch gedacht. Na! Ah! Komm schon, trau dich. Na? Geht doch. Glückwunsch. Ja, danke, danke, zu viel der Ehre. Dann schnappe ich mir mal direkt hier. Was ist das denn? Bonsai. Besser als ein Gebiss. So, da, Nudeln. Mach Nom. Mach Nom. Du bist belohnt. Im Gegensatz zu den anderen Pappnasen da. Das freut mich doch. Meine liebe C18. Ein kleines Dankeschön. Da nicht für Magenmittel. So viel Magenprobleme haben meine Bewohner gar nicht, wie viel Magenmittel ich habe. Guck mal, wie jetzt alles voll spielen ist. Erkennt das Spiel, Tomodachi Life, dass ich dauernd Spiele mache und deswegen alle Bock macht zu spielen? Nee. Ich werde Mr. Burns helfen bei einem Problem. Mir egal, was der für ein Problem hat, ich werde ihm helfen. Guten Abend. Guten Abend, ja. Ganz genau. Hier ist ein Brief angekommen. Komm auf Dach, ich muss dir etwas sagen. Hat man schon ewig nicht mehr. Von wem er ist, soll ich trotzdem aufs Dach? Was meinst du? Ja, du gehst aufs Dach? Klar, mich interessiert es sicher auch, von wem der Brief sein könnte. Bin sehr gespannt. Wer will das von Mr. Burns, dem neuesten Einwohner, bis jetzt? Schon wieder Kescher. Ich werde niemandem verraten, was auf diesem Foto vor sich ging. Jetzt hält er das Foto in der Hand, aber ich will auch wissen, was auf dem Foto drauf ist überhaupt. Wer war denn das und was soll ich hiermit los? Zeig! Egal, Hauptsache ich war da und die Neugier ist erst einmal befriedigt. Mr. Burns ist befriedigt. Das ist doch alles, was zählt. Mein Gott! Echt der Wahnsinn. Da, mein vorletzter Cheeseburger. Wir wissen, was auf dem Foto war. So, eine schlechte Verkleidung. Es war so eine typische Pokémon-Verkleidung, oder? Team Rocket. Dam, bam, bam, badam. Was will ich ihm geben? Wo soll er singen? Opa. Ich muss mal eine Bestandsaufnahme machen, aber für den heutigen Part war mir erstmal wichtig, dass ihr meinen QR-Code bekommen könnt. Und Todette? Was ist denn dein Anliegen? Na? Guten Abend. Guten Abend, hallo. Wie geht's dir? Was Warmes essen. Was Warmes? Oh, es tut mir leid.
Ist ein Döner nicht warm genug? Was haben wir denn richtig? Was ist das Heißeste, was man essen kann? Fleisch mit Kartoffeln, guckt, es dampft. Da bitte, Fleisch mit Kartoffeln. Für Toadette. Na siehste. Noch mehr als Brokkoli. Das hätte ich dir auch sagen können. Bekommt sogar noch etwas, und zwar... Ja, jetzt isst du noch einen Tintenfisch. Da hast du einen... Wie heißen die? Blooper! Ess den Blooper! Ah, eine skurrile Welt. Eine skurrile Welt. Okay. Hallo. Schau mich doch nicht so an. Na, dann halt nicht. Dann nicht! Dreh dich mal um, ne? Ja, ihr wird schwindelig. Man kann sagen, man konnte doch noch mehr machen mit den Viechern. Du schmeißt dich durch dein Zimmer. Schwindelig ist die ja schon. Emma Stones Traum. Das ist ja ein Traum. Ich bin schon sehr gespannt. Was geht ab bei dir? Ah, das hatten wir auch schon öfter. Wir tunken dich mal ein. Und weiter. Und die nächste Ladung an Emma Stone Actionfiguren oder so. Alle in Pink. Epic. Das könnte ich den ganzen Tag machen, aber ich lasse es trotzdem. Farbe, Emma. Ah. Ja. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Ich hab dich vermisst. Ja, du kannst einfach zu meinem Mir rübergehen. Der freut sich über weibliche Gesellschaft. Ich hab dir Massenschneiden geübt. Willst du mal eine sehen? Eigentlich nicht. Na, was meinst du? Ja, ganz nett. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Das würde, wäre jetzt zu viel des Guten. Gefallen? Naja. Übertreib mal nicht. So, dann noch ein bisschen Nom. Yay. Und du bekommst noch etwas. Weil ich ein Level-Up haben will für die. Ich will ein Level-Up für dich. Willst du Hustensaft? Oder Spieluhr, da freuen die sich doch immer, oder? Da ist eine Spieluhr. Darf ich mir das gleich mal anhören? Nein, du musst. Das ist ja überragend. Also in der Spieluhr sehen wir LPM World. Ne? Episch. Gucken wir gerade mal. Ja. Schön. Da wird man ganz ruhig, oder? Ich bin die Ruhe in Person. So. Hätte ich auch gern. In echt. Das müsste man so als Fanartikel anbieten. So eine Spielo mit der Tomodachi Life Welt drin. Epic. Und du bekommst Pop. Poppen statt rocken. Oh yeah. Sehr gut. Denn ich habe noch jemanden gebraucht für Pop. Das heißt, im nächsten Part gibt es einen Pop-Song. Ja. Ich bin auch nicht gepoppt. Danke. Jetzt ist der Schluck auf weg. Was tue ich nicht alles für meinen alten Terminator? Ich würde gern niesen, aber es geht irgendwie nicht. Ich würde sagen, dann helfen wir Arnold Schwarzenegger beim... Ups, nicht beim Niesen, weil wir sind uns zu fein dafür, ja? So ist es. So, was geht noch Neues ab? Nichts. Habe ich fast befürchtet. Und dann bedanke ich mich fürs Ansehen und nicht vergessen zu schreiben, was ihr mit meinem QR-Code anstellt. In dem Sinne, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.